You ready? Ale. Ja, hallo zusammen. Also, wir machen heute ein ganz spontanes Video mit der Nora. Wir haben heute in Rümlang im Born to Move ein V4-Muscle-Meetup geplant. Da kommen verschiedene Sportler zusammen. Da ist auch einer dabei, der beim Ninja Warrior schon mitgemacht hat. Da ist ein Riesenfetzen dabei, den ich euch nachher gerne ein anderes Mal noch vorstelle. Der Maximilian Lang, der Luca Fithealth kommt. Auch dem sein Insta-Profil empfehle ich euch, gehen Sie mal anschauen. Aber heute und jetzt, in dem Moment, geht es um Nora. Nora, du bist extra von Basel heute hierher gereist. Was hat dich jetzt motiviert, dass du heute hierher kommst? Nichts Besseres zu tun. Wirklich? Okay, wir sind der Lücke gewiss. Nein. Ich denke, es ist einfach mal cool, auch andere Leute kennenzulernen. Vor allem vegane Sportler kenne ich eben noch nicht so viel. Und das hat mich gereizt, um jetzt einmal hinzukommen. Und mein Training momentan sowieso gerade ziemlich Freestyle ist, habe ich gedacht, ist das gerade eine gute Gelegenheit, einfach mal zum Leute kennenlernen und etwas mitmachen, und ich trainiere gerne in der Gruppe momentan. Also wer es nicht weiss, Nora Jäcki ist Gewichtheberin. Du bist in der Schweizer Nationalmannschaft gewesen, gell? Ja. Bist du Schweizer Meisterin gewesen, oder was für Titel hast du alles schon gewonnen? Ich bin fünffache Schweizer Meisterin. In der Gewichtsklasse bis 76 Kilo, jetzt die letzten paar Jahre. Genau, habe das leistungsmässig gemacht. Für die letzten 3 Jahre wirklich sehr intensiv, und seit etwa 7 Jahren habe ich das Gewichtheben schon gemacht. Und mir jetzt aber vor ein paar Monaten entschieden, die Karriere an den Nagel zu hängen, sozusagen. Um einfach auch mehr Zeit für andere Sachen zu haben. Ich habe das Studium beendet, einen neuen Job angefangen. Und bin froh, mal nicht die ganze Zeit den Stress zu haben mit dem Wettkampf und dem Druck. Einfach das Leben ein bisschen genießen und einfach Sport nur zum Spass machen. Okay. Ja, wir haben vorhin noch kurz darüber geredet. Also, Leistungssport ist nicht immer ein Schleck. Man kommt irgendwie als Jugendlicher oder als junge Person mal mit einem Sport in Berührung, der einem gefällt, dann fängt man an, es ist ein Hobby, es wird zur Passion, und irgendwann merkt man vielleicht, man ist talentiert, dann wird man gefördert, dann wird man immer besser, und irgendwann ist es ein Leistungsdruck, oder? Und das ist gerade das, was dir auch zu viel geworden ist, oder? Gesagt hast du, wenn zu viel Druck da ist, und das andere ist ja, wie gesagt, dass man einfach von so einem Sport nicht leben kann. Man kann ja seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Und du bist ja Fulltime, aber jetzt Lehrerin, gell? 100% oder 80%? 70%. 70% Lehrerin, okay. Gibst du auch Sportunterricht in deiner Schule, oder? Ja, fast die Hälfte von meinem Pensum ist Sportunterricht. Ah, wirklich? Ja. Cool. Genau. Ja, ich mache es auch sehr gerne, muss ich sagen. Es ist allerdings nicht ganz einfach, so, wenn du von 5. und 6. Klasse nur Buben zusammengemischt hast, ist das nicht ganz easy. Yeah. Aber es macht uns wirklich sehr Spass. Was ja auch viel der Fall ist, wenn man beim Leistungssport von seinem Körper alles abverlangt, dass man etwa die so ein bisschen Verletzungen hat oder Verschleißerscheinungen. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, das hat der Sport bei mir jetzt ein bisschen kaputt gemacht, oder es gibt gewisse Sachen, wo du darunter leidest, Knie, Rücken, Schultern, gibt es etwas, das gelitten hat durch die schweren Gewichte, die du musst bewegen in deinem Sport? Ich glaube, das Gewichtheben hat vielleicht nur gewisse Sachen noch ein bisschen verstärkt. Mir ist nicht wirklich ein Unfall mal beim Gewichtheben passiert. Ja. Also nicht, dass ich beim Gewichtheben ein Knie kaputt gemacht habe oder ein Rücken nicht gut war oder irgendwie so etwas. Aber ich habe mal eine Saison lang mit 16, bin ich gesehen, ja, also auch schon fast 10 Jahre her, habe ich Kugelstoßen gemacht. Und ich habe das, glaube ich, einfach immer zu wenig aufgewärmt und alles. Und dort meine Schultern, ja, ein bisschen kaputt gemacht, und beim Gewichtheben ist das dann einfach noch schlimmer geworden, aber mit Physiotherapie habe ich das sehr gut in den Griff gekriegt. Und jetzt habe ich wirklich nur noch so ganz, ganz kleine Sachen, die
eigentlich nach zweimal beim Physio immer können wieder. Wieder gut. Ja, genau. Ja. Du bist ja schon seit ein paar Jahren pflanzlich unterwegs. Ich habe in anderen Interviews gesehen, grosse Kritik oder grosse Korrektur oder so oder von deinem Trainer. Es ist nie etwas gekommen, das gesagt hat, ja, nein, mach das bitte nicht. Sondern es war mir so ein bisschen auch Neugier da gewesen, oder wie ist das allgemein so angekommen bei deinen Team-Members oder bei deinen Coaches und so? Ich muss sagen, ich war eigentlich überrascht gewesen, wie wenig Leute eigentlich etwas Negatives dazu gesagt haben oder Kritik angebracht haben. Die eh einfach nichts davon halten, die haben einfach gar nichts gesagt, netterweise. Und dann haben sich auch wirklich einige interessiert. Also viele haben einfach eigentlich so keine Ahnung gehabt. Sie haben halt gefragt, die typische Frage, ja, wie machst du das mit Protein, was nimmst du für Sachen? Aber sie haben das nicht so ein bisschen so, ja, aber was nimmst du eigentlich? Nicht so auf diese Art gefragt, sondern wirklich so neugierig gefragt, weil sie es wirklich so haben wollen wissen. Und also wirklich immer wie mehr kommt das ja jetzt auch, dass auch wirklich Athleten auf eine pflanzliche Ernährung umsteigen. Dann wissen sie halt, dass ich auch mehr vegan ernähre. Und dann fragen sie auch oft mal nach Tipps, die ich dann natürlich gerne weitergebe. Wir waren ja am Game Changers Event beim Hiltl. Du hast einmal etwas erzählen und ich kann auch etwas erzählen. Und ich habe auch festgestellt, dass es Leute dort hat, die noch nicht vegan sind und sich eben für das interessieren. Hast du innerhalb von der Schweizer Nazi oder von deiner Gewichtheber-Community Leute gehabt, wo du das Gefühl hast, die haben wegen dir umgestellt, die sich ein bisschen inspirieren lassen durch dich und dir positive Feedbacks geben und sagen, hey Nora, ich bin jetzt erst seit 3 Monaten mega pflanzlich unterwegs und es funktioniert und kannst mir noch den einen oder anderen Tipp noch geben? Gibt es Leute, die wegen dir den Schritt gewagt haben und es ausprobieren? Ich glaube vereinzelt schon. Ich hoffe zumindest auch, dass ich Leute kann inspirieren kann. Und dann sagen sie mir gesagt, jo, weißt du Nora, ich esse jetzt im Fall 2-mal in der Woche kein Fleisch oder ich esse im Fall schon 1-mal in der Woche kein Fleisch und dann sind sie so mega stolz und dann sage ich, ja, super, Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube schon, dass ich ihnen doch ein bisschen vorleben kann, dass es eben möglich ist. Ja, das ist super. Dein Hauptantrieb, vegan zu werden, ist das ethisch gewesen oder ist es sportlich der Vorteil, der Benefit gewesen? Und was sind deine heutigen Motivationsfaktoren? Weil viele kommen ja mit unterschiedlichen Sachen in Berührung, sei das Umwelt, sei das Tierrecht oder eben sportliche Leistungsverbesserung, wie im Film The Game Changers, wo es dann wirklich darum geht, schnellere Erholung und so zu erzielen durch eine Ernährungsumstellung. Was hat dich am Anfang angetrieben und was sind deine heutigen Beweggründe, noch vegan zu bleiben? Also am Anfang waren es wirklich so gesundheitliche Gründe gewesen. Also ich hatte nicht irgendwie ein Problem gehabt, gesundheitlich oder so, aber weil halt als Sportler ist es einfach mega wichtig natürlich, dass man sich gesund ernährt, auch für die Leistung und so. Und dann ist das wirklich der Hauptgrund gewesen für mich zuerst. Es war eigentlich so gewesen am Anfang, wirklich Gesundheit, Umwelt, Ethik. Und jetzt muss ich sagen, ist Ethik an vorderster Stelle, weil irgendwie so für Gesundheit, das ist so selbstverständlich irgendwie geworden mit der Zeit. Muss ich sagen, dass ich mich jetzt viel mehr auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Und ich finde Ethik wirklich ein sehr wichtiges Thema und das ist für mich jetzt der Hauptgrund. Ja. Genau, das hat sich so, ich würde sagen, vielleicht so vor einem Jahr langsam mal verändern. Mhm. Genau. Aber natürlich alle drei Gründe miteinander. Ja, es ist so das Gesamtpaket. Genau. Also kommen wir zur abschließenden Frage. Was ist dein Lieblingsessen? Wenn du von deinem Schatz am Sonntag darfst du verwöhnt werden und er müsste dir ein feines Menü kochen oder dich ausführen. Was würde es geben bei dir? Schwierig, gell? Also ich liebe asiatisches Essen, thailändisches Essen. Ich würde sagen, grüne Thai Curry mit Tofu und Fig Mies und dazu Reis. Oder Pad Thai mit Tofu. Oh, Pad Thai ist super. Pad Thai ist super. Ja, ich glaube, das würde mich auch nicht dafür motivieren können. Vielleicht können wir zusammen ein feines Pad Thai mal essen oder etwas miteinander kochen, wäre sicher lässig. Also auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt aufs Workout mit dir und mit den anderen. Euch vielen herzlichen Dank. Wenn ihr den Nora wollt folgen, findet man dich auf Instagram und auf Facebook wahrscheinlich. Ja. Nora Jacki, Will Nörchen, gell? Ist dein WL Nörchen, also WL steht für... WL steht für Weightlifting und Nörchen ist ein Spitzname. Aber wenn man Nora Jacki gibt, dann findet man mich auch. Okay.
Gut, tipptopp. Also folgt Nora, gebt ihr ein paar Likes. Und wenn ihr den Kanal cool findet, auch da bitte abonnieren, ein Like da lassen, einen Kommentar schreiben und teilen wie immer. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. And they say a law, we proof of that. We gladiators and we choose to rap. Instead of using violence, we use our brains to break the silence and make a change. We use a voice to be activists. We made a choice to be compassionate. We do it for the animals, dependent on ourselves, cause a healthy way is how we have to live. Come on, get big fam, we proving and showing how we are blossoming, burgeoning, growing. We are the vegans who fighting for freedom. And-